Und nun gibt es wieder einen Teller Orangen. Das sind 5 relativ große Orangen. So, jetzt gibt es eine richtig große Portion Wildgrün. Und zwar ist das Vogelmiere. Und zwar bei meinem Garten auf dem Nachbarnhochbeet wächst da so Unmengen von viel. Bei mir ist eher das Postelein dominant, bei ihm eher die Vogelmiere. Und da durfte ich mich bedienen und da habe ich so einen richtig großen Beutel des Vogelmiere jetzt hier mehr gepflückt. Und ja, den werde ich mir jetzt schön einverleiben. So, es fallen 5 Bananen mir zum Opfer. So, jetzt gibt's, mein Sohnemann ist da und wir haben jetzt gemeinsam Abendbrot gemacht. Zum einen haben wir Rohkost-Sushi gemacht, alles sozusagen rohköstlich zubereitet, bis auf die Sojasauce, die ist nicht mal rohköstlich, ansonsten alles Rohkost. Und natürlich, das hat mein Sohnemann gemacht, Energiebällchen, auch die sind komplett rohköstlich. Da sind Dattelpaste, Nüsse, da ist roher Kakao dabei. Und da ist gekeimter Buchweizen, der danach gedörrt wurde dabei. Und ja, das lassen wir uns jetzt schmecken. So, jetzt habe ich von der Vogelmiere, die ich noch übrig gehabt habe, eine Vogelmiere-Creme gemacht. Und zwar habe ich die gemacht aus Gurke, aus Vogelmiere, aus Kräuter der Provence, aus Sojasauce und aus Cashewnüssen. Und genau, dazu gibt es halt Wildreis, ganz profan. Einfach natürlich wieder nur eingelegt, nicht gekocht oder so. Alles halt roh. Jetzt gibt es wieder eine Portion Vogelmiere-Püree mit rohem Wildreis und gedörrten Kichererbsen mit Garam Masala-Gewürz. So, jetzt gibt es einen Brennnessel-Vogelmiere-Saft. Ungefähr, ja, würde ich sagen, so 4-5 Hände voll Vogelmiere, eine Hand voll Brennnessel, dazu ein Apfel und dann mit Wasser aufgefüllt. Und jetzt gibt es eine Portion gedörrte Kichererbsen Masala, nenne ich sie einfach mal. Das sind gedörrte Kichererbsen, ungefähr ein halbes Kilo, da sind 20 Milliliter Olivenöl dran und sehr viel Garam Masala. Also im Endeffekt fast komplett fettfrei, weil es verteilt die 20 Milliliter auf ein halbes Kilo Kichererbsen. Ist halt Witz. Und aber schön gewürzt. Und von der Konsistenz her, alles mal Vitamine, Proteine vor allem, Aminosäuren ohne Ende. Und vom Geschmack her mega geil. Aber ihr braucht ein gutes Garam Masala. Dann gibt es ja auch verschiedene. Ist im Endeffekt nur eine Würzmischung. Und ja, probiert da ein bisschen rum. Aber mir schmeckt es mega lecker. Und dann natürlich die gekeimten Kichererbsen gedörrt in dem Garam Masala. Gibt wieder mal ein paar unreife Bananen, liegt einfach daran, dass ich wieder verpennt habe und ja, jetzt wahrscheinlich seit 2-3 Tage keine reifen Bananen habe. Appetit habe ich jetzt trotzdem und ja, werde die quasi jetzt essen, so 5-6 Stück oder so. Es gibt wieder einen Smoothie und zwar ist drin Reisprotein, ungeschälte Hanfsamen, Braunhirse, dann Weizengras aus dem Garten, dann Vogelmiere. Und zwar ausgepresst. Und das ist ungefähr 200 bis 300 Gramm Vogelmiere, die ich da sozusagen jetzt ausgepresst habe. Also richtig viel. Das wird sehr, sehr grün. Dann sind noch drin Mungbohnensprossen, Bananen, Apfel, Himbeeren, natürlich Grünkohl trotzdem noch drin und 2 Äpfel und noch Granatapfelkerne. Das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr intensiver Smoothie. Und es kann sein, dass ich sogar verdünnen muss, weil die 200, 300 Gramm Vogelmierensaft, da ist schon echt intensiv. Aber das ist halt die absolute grüne Power, ja. Mal sehen, ob da überhaupt süß genug wird. Wir werden das sehen. So, jetzt werde ich diese Schale Mungbohnensprossen verzehren und eine grüne Paprika. 5 Bananen fallen mir jetzt zum Opfer. Und es ist mal wieder Zeit für einen Orangenteller. So, morgens gibt es wieder ein Smoothie. Heute sind Himbeeren, Grünkohl, eine Gartenfrüchte-Mischung und sehr viele Mungbohnensprossen. Darauf kommen jetzt noch 2 Bananen und Weizengras. Und das alles mit Wasser und das trinke ich dann jetzt. So, jetzt gibt es hier einen Vitalsalat, sage ich einfach mal. Mit Chicorée, mit selbstgezogenen Mungbohnensprossen, mit Tomaten, mit Paprika, mit Pastinake und mit Möhre. Und dazu, und jetzt kommt's, ist eine Viertel... da kommt schon die Sprache, das kann ich ja nicht mal reden, weil ich kann es kaum glauben. Es ist eine Viertel Avocado in dem Salat. Und zwar habe ich gestern das erste Mal wieder Avocado gegessen. Und ja, ich habe nicht gekotzt und das schmeckt weder gut noch schlecht. Aber ja, es ist, ist, ist,
ich kann es essen. Und das fand ich so faszinierend, das habe ich heute gleich mal probiert. Ich bin gespannt, also ob ich das heute auch drin behalte. Auf jeden Fall ist hier eine Viertel Avocado drin. Ich bin immer noch fasziniert von mir. Ja, ansonsten mit Essig abgeschmeckt. Und ja, entsprechend habe ich noch Salz und Pfeffer und noch so ein Ruf der Oase von Vegans. Irgendwie so ein Salatgewürz noch dran, so Gewürze. Genau, und das war's. Ich esse jetzt so 2-3 Bananen und ein paar Walnüsse. So, jetzt gibt's die weltgrößte Orange, die ich je gegessen habe. Ich habe leider schon fast komplett aufgegessen, aber ich habe das Vogel mal neben andere gehalten. Also das ist jetzt so eine normale Orange, hier mit Schale, und das ist die ohne Schale. Die Schale war nochmal so. Also das war ein Mega-Onsen. In einem anderen Video, ich glaube vom Samstag, habe ich die mal aufgenommen. Ein Mega, wie von meinen bestellten Orangen, die ich mal aus Mallorca bestelle. Und die esse ich jetzt, und ich esse jetzt eine Orange, das ist aber eine große Orange, und das reicht mir vollkommen aus. Fantastisch! So, jetzt gibt es einen Melonen-Orangenteller. Und zum Abendbrot gibt es einfach Wildreis ohne alles. Einfach, ja, der ist jetzt ungefähr 5 Tage eingeweicht und ja, jetzt abgespült, und jetzt esse ich den so. So, jetzt werde ich mir ein Blech gedörrte Mungosprossen gönnen. Die schmecken genauso wie Mungosprossen, sind dann nur noch ein bisschen knusprig, und ja, das Knusprige, das, ja, gefällt mir irgendwie, und von daher tue ich auch gerne mal die Mungosprossen, heißt eigentlich Mungobohnen oder Mungbohnen? Ich nenne sie mal Mungbohnen. Und die Mungbohnen einfach dünnen und dann so wegknuspern. So, ich bastle gerade an einem Rohkostpizza-Rezept. Das ist jetzt meine erste Rohkostpizza, die ist noch ziemlich, noch nicht gut gelungen. Der Teig ist unter aller Sau. Ich habe aber, kann man sehen hier, bereits neue Sachen im Dings, wo ich halt ein bisschen probiere. Im Apparat geht ein bisschen auseinander. Oh, das ist schon recht dunkel. Das sieht man vielleicht gar nicht. Ja, auf jeden Fall ist jetzt hier die erste Rohkostpizza, die ich esse. Bin gespannt. So, das soll niemand sagen, Rohkost macht nicht kreativ. Na gut, das sagt keiner, aber das ist ein Salat. Und zwar habe ich hier noch ein paar von diesen knusprigen, gedörrten Mungobohnensprossen oder Mungbohnensprossen gehabt. Ja, und das habe ich dann zusammen mit Zwiebeln, mit Tomaten, mit den Resten von dem Brokkoli-Strunk, im sogenannte Brokkoli-Strunk-Streifen, zusammen mit halt Spinat und alles halt hier zu einem knackigen Salat mit Salz, Pfeffer, Öl und Balsamico. Und mit Öl, ich sag's immer wieder, weil die Leute sagen, ah, so fett und so weiter. Ja, klar, das ist für den Geschmack, und aber mache ich meistens nicht viel dran. Aber wenn ich viel machen ran wollen würde, dann würde ich viel dran machen. Ich möchte aber auch nicht viel dran machen. Aber so ein bisschen Olivenöl, das ist immer sehr, sehr angenehm. Ja, und diesen Salat, den lasse ich mir jetzt schmecken. So, jetzt ist wieder Rohkostpizza angesagt. Und zwar ist es wie mein zweiter oder mein dritter Versuch jetzt. Und die Pizza sieht man jetzt nicht, weil die ist voll gekleistert mit allem möglichen Zeug. Aber ja, ist der nächste Versuch. Und ich will halt den optimalen Teig irgendwie generieren. Und da darf auch nicht fettig sein, da muss trotzdem High Carb sein. Ein bisschen Fett ist in Ordnung, aber High Carb. Und da bin ich jetzt am Probieren, und das ist sozusagen jetzt mein nächster Versuch einer Rohkostpizza. Ich stelle mich sozusagen in den Dienst der Gesellschaft, indem ich jetzt hier die ganzen Rohkostpizzen verkoste. Und jetzt gibt es 6 Orangen. Ich esse jetzt 7 Äpfel, und das ist gerade mal hier so eine kleine Schale voll Äpfelchips. Das ist nämlich gedörrt, und ja, die 7 Äpfel, die gehen halt ratzfatz weg. Aber die Energie und die Vitamine von den 7 Äpfeln sind halt trotzdem drin, sind nur gedörrt. Und von daher esse ich jetzt 7 Äpfel. Es ist mal wieder Zeit für einen Smoothie. Diesmal ist abends, und ja, morgen wäre ich wahrscheinlich von meinen Nachbarn konfrontiert mit einem, unerfreulichen Gespräch, weil es ist fast 12 Uhr abends, aber ich spüre einfach, ich brauche noch Energie, und das nicht nur aus einem subjektiven Gefühl heraus, sondern ich habe heute Abend noch ein kleines Coaching, was erst 12:30 stattfindet, ja, und entsprechend, da will ich auch voll energetisch bereit sein, um eben auch alle Fragen beantworten zu können. Und deswegen trinke ich jetzt hier einen Smoothie mit Bananen, mit Äpfeln, mit Himbeeren, mit Granatäpfeln, mit Grünkohl, mit einer Gartenfrüchtemischung, mit viel selbst angebautem Weizengras, was man jetzt kaum erkennt, mit frischem Kurkuma, mit Reis Proteinpulver und mit einem Brokkoli-Strunk, der noch da drin ist. Ja, und ein bisschen Braunhirse ist noch drin, ungeschälte Hanfsamen, und das war's, glaube ich. Jo, und diesen Energizer werde ich mir jetzt gönnen. Jetzt gibt es 6 Bananen.
Wieder mal ein Experiment, wieder so eine kleine Rohkostpizza und ich stelle mich wieder in den Dienst der Masse.